Ein wunderschönen guten Tag, ein wunderschönen guten Morgen. 7 days to die und... Warum? Hier, hallo? Ich warte es nicht. Nein, nein, da ist ein Hund. Hey. Na komm schon. Nein, nicht so. Sei nicht so ungezogen zu mir. Na komm schon. Ein bisschen von deinem warmen, wärmenden Fell. So, ich werde mich mal hier, glaube ich, hier drin ein bisschen. Ich muss mal hier mich ein kleines bisschen umschauen. Ne? Kleines bisschen. Geier ist auch noch da. Ich überlege, ich glaube, ich stelle mir mal eine Kiste hier hin. In der Storage. Dann haben wir nämlich gleich. Ja. Oh. Katsching. Katsching. Okay. Haben wir gleich mal ein bisschen als Lootbox eventuell. Können wir gleich als Lootbox benutzen. So. Ich werde wahrscheinlich die Hunting nicht benutzen. Alles okay bei dir? Ich glaube schon. So. Die Sachen hier brauche ich jetzt nicht so dringend, glaube ich, da drin. Richtig viel Munition. Token auch nicht. Aber den Schnee eventuell, den packe ich auch mal da rein. So, der Rest. Der bleibt. Was ich mir auf jeden Fall nochmal mitnehme, ist die Pistole nach vorne und den Herbert auch dahin. So. Also ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen Holz mit. Das ist wichtig. Das brauche ich für die Ersatz-Woodframes. Ich meister mich jetzt ganz aktuell. Das sieht auch gut aus. Kann ich da noch was draufpacken? Nee, leider daneben. Ich meister mich ganz aktuell in einer frischen Aufnahme. So, ich glaube, offen ist schon. Wo ist mein Helm? Habe ich den nicht dabei? Oh Mist. Ich wusste doch, ich habe was vergessen. Natürlich. Ich wusste doch, ich habe was vergessen. Ganz kurz. 38 Grad. Ich glaube, mir ist da ein bisschen warm mit der Jacke. Ziehen wir uns lieber was Frisches obenrum an. Alles nur Hitzeblitze, kein Wunder. So ist besser. So ist deutlich besser. So. Alles klärchen. Ich überlege, ob ich mir drüben noch einen Mining-Helm besorge. Es könnte mit Duschstadt da drin sein. Lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken. Klamotten, okay. Wäre für einen Händler nicht schlecht. Wahrscheinlich werde ich aber einiges scrappen. Junge, was machst du da? Und mir fehlt ein bisschen Licht, glaube ich. Ich glaube, mir fehlt ein bisschen vom Licht. Ganz schön voll geschissen, die Toiletten. Oh. Jetzt wird man nicht albern. Oh, von dem Kram habe ich genug. Ich überlege jetzt gerade noch, ob es eventuell auf der Baustelle noch einen Mining-Helm gibt. Zweiten. Draußen der Geier, der wartet schon wieder auf mich. Oder hat er draußen noch einen Bewohner? Da schlafen die.
Eine Spitzhacke habe ich nicht dabei. Okay. Cash in der Tisch. Der ist auch 600-700 wert. Das ist Cash. Das nehme ich mal mit. Ich glaube, das ist nicht so viel wert. Kann weg. Wert. 900. Ja. Also hier ist richtig viel wert. Mit Gerd. Das ist ein kompletter Komponentenbogen. Ich glaube, ich könnte auch noch ein bisschen Sprit für die Dings gebrauchen. Ich denke schon, dass ich nochmal. Ich muss nochmal nach meinem Mining-Helm Ausschau halten. Das bringt so nicht viel, glaube ich. Also ohne Mining-Helm. Oh. Hui. Was will er denn von mir? Hey du, was ist los mit dir? Alte Krücke. Komm. Komm runter. Hab dich nicht so. Hab dich doch nicht so. Warum wollte ich eigentlich die Feder mitnehmen? Ich weiß es nicht. Okay. Also ganz aktuell werden Mining-Helme super. Super, super, super. Hör mal auf. Hier so rumzufuchteln. So ein Binding-Helm wäre schon super. Genau, ein guter Junge. Was ich auch nicht habe, ist, was ich aktuell auch nicht habe, ist, genau das. Oh, hallo Bär. Aber die Bären haben wir schon. So. Gute Jungs. Das waren gute Jungs, gute Mitarbeiter. Wir werden sie ehren. In einer neuen Parade. Da liegt auch noch einer. Vielleicht hat der einen Helm. Nee. Mietsfutter. Bisschen Sprit. Kann ich mitnehmen? Für die Orga. Das ist auch immer gern gesehen. Hi. Hi, Mister. Mister. Oh. Mist, seine Freundin. Die alte Schabracke. Hinterrücks. Zu zweit, ne? Das könnte er. Okay. Dann gönne ich mir mal. Bisschen verschlafene Stimme noch. So viel Bauarbeiter, Mitarbeiter. Und nicht einen Helm. Antikrifle. Auch nicht schlecht. Ich habe ein kleines Problem. Das gute Helmchen. Das gute Helmchen. Auch nicht. Auch nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Da vielleicht drin? Nee, auch nicht drin. Ich bin fast schon ein bisschen desorientiert gerade. Aber warum? Ist doch so schön hier.
da drüben noch und dann habe ich's. So, Mist. Jetzt guck ich oben nochmal ganz schnell. Es muss doch irgendwo ein Helmchen geben. Hallo. Du. Diese Rennerei. Und warum ist es so duster hier? Wirklich. Du vielleicht? Oder du? Einer von euch beiden hat jetzt einen Helm dabei. Aber flott. Ich auch nicht. Ich mach mal ein bisschen Sprit. Und hier. Hier sind die Helme drin. Ich wusste es. Auch nicht. Wenn man einmal was braucht, kann ich nur ohne Helm los. Ich muss mal mit dem Schröberg reden. Das geht so nicht. Geht es nicht. Kann ich einfach die Helme klauen von der Baustelle. Nicht runterfallen ohne dein Loot. Komm. So. Ja. Okay. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie eine Baustelle überrannt. Aber ich bin noch nicht oben, ne? Oben bin ich noch nicht. Oh. Auch nett. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Hallo Freunde, wie geht's? Oh. Okay. Ich sag auch schon nichts mehr. Hm? Uiuiui. Ach. Ein Mist. Oh, aber den könnte ich auch mal mitnehmen. Das wäre schon nicht schlecht. Ein Stück Yucca hier drüben. Ingo. Auch nicht. Also warum? Eine so große Baustelle? Noch ein. Ein Freischwinger kriegst du nochmal. Okay, da drin ist Party. Immer mal gucken. 1, 2 Schritte über die Planke und schon stürzt sie ab. Aha. So sind sie, die Jungs. Gemein und verräterisch. Ich wollte in den Tower rein. Was haben wir denn? 20 Uhr. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Kein Wunder. Bestimmt ist da drüben mein schöner Schatz. Okay. Wir müssen darüber. Müssen wir hier lang? Über die Planke. Tschüss. Wo ist er hin? Achso. Von uns gegangen. Hier drüben, komm. Dummerchen. Kleines Dummerchen. Ja, ich weiß. Jetzt wird's warm. Wie viel Grad haben wir denn? Oh, 9 Grad. Das geht. Ich schlürf mal hier ein Stückchen von... Gleich bin ich hinterher gespült. So, sehr schön. So. Den einmal Repair. Achtung, es knattert. Ich klemme.
Okay, jetzt ist die Frage. Ach komm, egal. Wir machen. Nicht, dass er nicht noch gleich zusammenstürzt. Der Kran. Bin ich jetzt wieder hoch? Oh, guck mal. Der hat noch so ein Schimmelbrot. Ich glaube, da kann man Medizin draus machen. So, schaffe ich das oder nicht? Ich brauche mal einen Woodframe der Sicherheit. Einen versicherten Woodframe. Oh, natürlich. Jetzt hätte ich es geahnt. Okay, gut. Das wird doch noch zu schaffen sein. Ups. Ich glaube, zumindest zu wissen, dass es hier oben ein bisschen anstrengender wird. Aber Rita alleine hat mich noch nie durcheinander gebracht. Ist nicht so mein Ziel, die Rita. Ich glaube, hier waren so 5 Ferrets früher mal. Ich glaube, ich habe die schon vor 3 Staffeln gekillt. So. Ah ja, okay. Wenigstens einer mit leuchtenden Augen. Kommen Sie ran, Mr. Blinky. Der Herbert ist einfach zu gut. Der Herbert. Da lag doch eben noch einer. Okay, okay. Das ist die Falle des Todes, das weiß ich. Gucken wir erstmal hier oben nochmal ganz schnell. Hallöchen, Mr. Bomb. Dann gehen wir lieber dran vorbei. Ups. Ah, sehr gut. Das haben wir schon. Chainsaw weiß ich nicht genau. Nehme ich mal mit. Reformer. Ups, warte mal. Und da drüben machen wir auch noch auf. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist so ein Teil, was ich gut gebrauchen könnte. Das ist eine Baustelle. Warum gibt es eigentlich keine Helme hier? Ich wollte doch nur einen Helm. Das ist doch alles. Auch nicht schlecht. Dann nehme ich das halt erstmal mit. Eine kleine Pistole. Also ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass es hier... Habe. Ich nehme sie mit. Don't eat up the yellow snow. Okay, jetzt haben wir nochmal so ein Woodframe-Problem. Okay. Ich will mal schauen. Und zwar, ich glaube, mit einer stabilen Verbindung. Ich glaube, so geht es. Okay, ein Hut, der steht mir gut. Oh, oh. Kann ich auch mal mitnehmen? Ich brauche immer noch den Helm. So. Okay. Aber hier 100. Ihr Dummerchens. Meint ihr etwa, ich falle darauf rein? Nein, natürlich nicht. Nehmen wir aber die Sachen hier mit. Ja, ja, ich weiß. Lass es einfach sein. Eine Hoe brauche ich nicht. Das könnte ich gebrauchen. Aber die Hoe kann man, glaube ich, scrappen. Da gibt es auch ein bisschen Material. Nice. Die habe ich auch noch gesucht. Das kann man auch scrappen, das ist gut. Und das hier, das sind Oberlichter. Das sind wunderbare Oberlichter. Okay.
Will ich da eigentlich nochmal hin? Oh, verdammt weit runter. Nee, da will ich nicht hin. Okay, das bringt nicht viel. Da gehe ich lieber oben wieder raus. Schnappe ich mir die Woodframes. Da baue ich mich lieber hoch. Das bringt sonst nichts. Anpeilen und hoch. Jetzt abrutschen und zack. 15 Kilometer in den Keller. Oh. Hallo Spikes. Okay, okay. Ich habe immer noch keinen Helm. Helmut. Er macht das immer noch auseinander, das Stück. Ach, Trottel. Trottelig. Absolut. Vertrottelt. Muss ich mal überlegen, wo es hier rausging. Da drüben. Okay, alles gut. Jetzt habe ich's. Ist alles gut. Okay, okay, jetzt machen wir mal schnell runter. Hier. Oh, lecker. Das ist gut, das nehme ich mit. Das ist gut. Ups, wieder hier drauf. Hier runter. Drop Zone. Also runter geht's immer gut. Ja, ich habe leider kein Mining gefunden. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Dann müssen wir halt hier ins Dunkle rein. Jetzt haben wir eine ganze Folge verbracht, den Turm zu looten. Dafür muss ich mich jetzt mal entschuldigen. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge hier drinne. Guck, ich gehe mal rein, so. Alles klar. Geht jetzt natürlich mal rein und gut, wir sehen uns gleich. Bis dahin, ihr Lieben. Die Battery Bank, die wird gut, die wird gut. Humanoider Scheiß, 3 Axt habe ich, aber nicht ganz so schön. Wind ist auch ganz nett. Das kann man mal beknusen. Der Sprit kommt weg. Honig wird gedroppt. Genauso wie das hier. So, das ist jetzt mein Equip eigentlich. Möchte ich ja den Splint fast nicht. Hm, oder vielleicht doch. Die Pickaxe brauche ich nicht. Alles klar. Und rein. So, herzlich willkommen. Achso, nee, erst nächste Folge. Vielen Dank. Bitte teilt es. Teilt's auf euren Social Medias. Da ist immer noch zu viel. Zu wenig geteilt. Da ist immer noch zu wenig geteilt. Deswegen, gib mal Gas. Bis dahin, ihr Lieben. Ich loote mal das Erdgeschoss und dann gucken wir mal oben. Gibt's bestimmt den ein oder anderen Secret. Und jetzt wird's auf jeden Fall interessant. Ein nächtlicher Spaziergang im Turm des Schreckens. Wir sehen uns. Mr. Trash. Tschüss.